Meine Damen und Herren, in einer der ersten Sendungen der damals neu eingeführten Reihe Zeugen des Jahrhunderts sprach Ingo Herrmann mit dem Schriftsteller Jean Améry. Das Gespräch wurde im Sommer 1978 aufgezeichnet. Im Oktober des gleichen Jahres nahm sich Jean Améry das Leben. Am 31. Oktober 1992 wäre er 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass ist vielerorts an ihn erinnert worden. Mit der Wiederholung der Sendung »Soweit die Sprache reicht« aus der Reihe »Zeugen des Jahrhunderts« erinnert das ZDF an den großen Essayisten und politischen Schriftsteller Jean Améry. Die Sendung »Die stillen Stars« entfällt. Jean Améry, dieses Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, hat schon das letzte Viertel erreicht. Sie sind Zeuge dieses Jahrhunderts. Seit wann haben Sie dieses Jahrhundert bewusst erlebt und wie erscheint Ihnen dieses Jahrhundert? Was ist das für eine Zeit, in der wir leben? Bewusst erlebt, ja. Vielleicht seit 1925. Sie sind 1912 geboren. Ja. Und waren 1933, um schon mal ein berüchtigtes Datum zu nennen, waren Sie 21. Im 21. Ja. Spät im Jahre geboren. Ich bin am 31. Oktober geboren. War also im 21. Jahr 1933. Da wusste ich schon vergleichsweise viel. Vergleichsweise zum allgemeinen damaligen Wissensstand. Nicht vergleichsweise zu meinem jetzigen. In Beziehung zu meinem jetzigen wusste ich verzweifelt wenig. Wenn ich mich aber vergleiche mit Freunden, Jahrgangskameraden, dann wusste ich 33 doch recht viel, denn ich bin ja nun Österreicher. Mein Vater ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Das hat mich also begleitet. Durch die Erzählungen meiner Mutter hat mich die Geschichte der K&K, österreichischen Monarchie, begleitet. Musils Kakanien war in seinen Ausläufern noch um mich in jenem kleinen Rumpf Österreich, Deutsch-Österreich, das dann übrig blieb. Und ich sah schon den heraufsteigenden Faschismus kommen in seiner österreichischen Spielart, die zwar erst 1934 siegreich wurde durch den Staatsstreich des damaligen Kanzlers Dollfuss, die sich aber vorher in kleinen Putschen der österreichischen Heimwehr schon ankündigte. Also das Geschehen von 33 traf mich nicht völlig unvorbereitet. Herr Améry, Sie haben das Aufkommen des Faschismus in Österreich erlebt. Wie stellte sich das eigentlich dar? Was heißt eigentlich Faschismus oder was hieß es damals? Ja, da stellen Sie mir eine sehr, sehr schwierige Frage. Was es damals hieß, ist ganz klar. Es war das italienische Vorbild da. Wozu kommt, dass außenpolitisch, weltpolitisch Italien damals einen entscheidenden Einfluss auf Österreich ausgeübt hat. Und Faschismus war für uns das, was in Italien vorgegangen war. Marsch auf Rom, Mord an Matteotti, Einparteiensystem. Und zwar ein Einparteiensystem, das anders als der Bolschewismus, an den viele von uns damals noch glaubten, nicht seinen Fluchtpunkt in einer prinzipiell humanistischen Ideologie hatte. Es war also der italienische Faschismus, den wir österreichisch gespiegelt herankommen, seines österreichischen Spielarten, ja, mit Privatarmeen der Heimwehren des Fürsten Starenberg, der dann noch eine gewisse Rolle auch unter Dollfuss
spielte. Gab es damals eigentlich schon Anzeichen von Gewalt? Mir scheint nämlich einmal das Phänomen des Faschismus ganz eng mit dem der Gewalt zusammenzuhängen. Und ich würde sogar die Frage vom Anfang nach diesem Jahrhundert jetzt noch präziser stellen wollen und fragen, haben Sie dieses Jahrhundert erfahren als ein Jahrhundert der Gewalt? Also wenn Sie mich persönlich fragen, habe ich es natürlich als ein Jahrhundert der Gewalt erfahren. Nicht nur als ein Jahrhundert der Gewalt, aber doch wesentlich als ein Jahrhundert der Gewalt. Versuche ich jetzt historisch zu denken, dann muss ich mich allerdings fragen, wie viele Jahrhunderte der Geschichte, die wir aufgezeichnet haben, waren denn gewaltlos? Wir werden zu verzweifelt geringen Zeitspannen kommen, die wirklich gewaltlos waren. Es gab viel fürchterlichere, wenn auch quantitativ nicht so umfängliche Epochen der Gewalt in der Geschichte, als die, die wir erlebt haben. Wesentlich scheint mir in diesem Zusammenhang zu sein, dass es ein Jahrhundert der Gewalt war und zugleich ein Jahrhundert des Humanismus. Und dass allzu oft die Gewalt im Dienste grundsätzlich humanistischer Ideen stand, wie zum Beispiel im Bolschewismus. Dann wird wohl nicht vergessen, dass der Bolschewismus, der ja auf den geheiligten Texten von Marx und Lenin steht und sich auch immer wieder auf sie beruft, dass dieser Bolschewismus eben doch eine pervertierte Form des militanten Humanismus war. Sich zumindest selbst so verstanden hat. Nicht als pervertiert, aber als Humanismus verstanden. Er hat sich als Humanismus verstanden. Und ja, das war, wenn Sie so wollen, natürlich ein bisschen schon auch die Erbschaft der großen französischen Revolution. Robespierre hat sich durchaus als einen Humanisten verstanden. Nur, dass die große französische Revolution geschichtlich in meinen Augen in einem höheren Sinn gerechtfertigt war als die Oktoberrevolution in Russland bzw. in der heutigen Sowjetunion. Ich will so sagen, ich könnte mir ein freies Leben ohne die große französische Revolution, ohne Robespierre, aber vor allem Robespierre, der ist ja nun die Schlüsselfigur gewesen, und auch ohne die Schreckensherrschaft nicht vorstellen. Ich könnte mir sehr wohl eine freie Existenz in unserer Epoche ohne den Leninismus vorstellen. Das ist für mich eine Denkmöglichkeit, eine historische Denkmöglichkeit, wenn wir schon historisch konstruieren und spielerisch da gewisse Modelle erstellen wollen. Theoretisch verstehe ich das noch nicht ganz. Dementiert nicht jede Form von Gewalt den humanistischen Anspruch, sowohl bei Robespierre mit der Schreckensherrschaft wie dann auch in der Oktoberrevolution. Kann man das überhaupt zusammendenken, den Anspruch auf Humanismus und Gewalttätigkeit? Ich glaube, man kann es schon zusammendenken, beziehungsweise man muss es zusammendenken, denn werde ich fast ein bisschen hegelianisch, denn die Geschichte hat es für uns zusammengedacht. Wenn ich mir nur die französische Revolution vorstelle, ja, und unsere Situation, unser beider ganz persönliche Situation, die wir hier als bürgerliche Intellektuelle frei sprechen, dann muss ich sagen, die Geschichte hat dem gewalttätigen Humanismus Robespierres Recht gegeben. Sie hat dem gewalttätigen Humanismus Lenins nicht Recht gegeben. Oder noch nicht Recht gegeben. Ja, ich würde fast schon sagen, nein, wirklich nicht Recht gegeben, denn es dauert nun schon allzu lange. Man hätte schon müssen was anderes
herauskommen als das, was wir in der Sowjetunion sehen. Und wie war es beim Faschismus? Davon waren wir jetzt ausgegangen. War denn da überhaupt ein Anspruch jemals formuliert, humanistisch zu sein? Nein. Da wollte gar nicht humanistisch sein. Gab es ganz andere Begriffe. Da gab es niemals den Begriff des Menschen. Es gab niemals die Grundbegriffe des modernen Humanismus, also des Humanismus der Französischen Revolution. Es gab nicht die Begriffe Egalität, Liberté, Fraternité. Die gab es nicht. Es war keine Rede von Freiheit, noch von Gleichheit, noch von Brüderlichkeit, sondern es waren die Ideen, imperiale Ideen, ja, die Größe des italienischen Volkes. Die Mussolini-idiotischen Bauten hat symbolisieren wollen, gar nicht erst zu sprechen nun vom Nationalsozialismus, über den ich aber gar nicht im Zusammenhang mit Faschismus sprechen möchte. Der Nationalsozialismus war für mich etwas Singuläres und Irreduktibles und ich halte es für ganz verkehrt, den Nationalsozialismus als ein faschistisch, als einen Faschismus, einen Faschismus unter anderem zu bezeichnen, wie es allgemein geschieht. Ja, er hat sich zumindest historisch gesehen zu einer Singularität entwickelt, war er am Anfang aber nicht doch in einem allgemeinen Sumpf sozusagen der faschistischen Ideen entstanden? Nicht einmal, denn wenn wir den italienischen Faschismus hernehmen, ja, so war es doch in Italien so, dass eine rassische Ideologie eigentlich gefehlt hat. Ja. Es gab bis zum Schluss keinen rabiaten Antisemitismus im italienischen Faschismus. Es war zum Beispiel auch im italienischen Faschismus möglich, dass ein Künstler wie Marinetti, also der Futurist, zu einem der Sprecher des Regimes wurde. In Deutschland wäre natürlich so ein Mann in die Rubrik, also unter Hitler beziehungsweise im Nationalsozialismus, wäre er natürlich in die Rubrik entartete Kunst gefallen. Es war schon etwas völlig anderes. Es war etwas völlig anderes, wenn es auch, und nun sage ich was Marxistisches, wenn es auch auf der einen wie auf der anderen Seite von Kräften gestärkt und gefördert wurde, nämlich von den herrschenden Wirtschaftsmächten des Kapitalismus, die genau wussten, was sie wollen. Das ist schon richtig. Die haben quasi die, nicht einmal ökonomisch, nein, die finanzielle Suprastruktur gegeben. Ja? In Deutschland ist ja bekanntlich, und das kommt bei Fest gar nicht so richtig raus, der Nationalsozialismus ständig unterstützt worden von der Schwerindustrie. In Italien wurde es Mussolini. Aber in ihrer Realität waren sie nun von diesen Ursprüngen bereits völlig unabhängig und wurden je etwas Besonderes. Sodass wir heute eigentlich nicht mehr berechtigt sind, den italienischen Faschismus und den deutschen Nationalsozialismus zu vergleichen. Unter dem Aspekt der Gewalt kann man vielleicht doch Parallelen sehen, die dann sich auch geschichtlich durch die Allianz, durch die Achse Rom-Berlin manifestiert hat, sodass die politische Auswirkung dieser beiden Ideologien unter dem Aspekt der Gewalt doch näher aneinander rückt, als man es vielleicht theoretisch in einer theoretischen Unterscheidung sehen würde. Ja, wenn wir ausgehen von der Gewalt, müssten wir natürlich auch vom Bolschewismus sprechen. Und die bolschewistische Gewalt war in einem beschränkten Zeitraum auch wiederum durchaus gerechtfertigt, so wie die Robespierres, für einen beschränkten Zeitraum. Es hätte nun müssen freilich zu etwas anderem werden. Wir können also die Gewalt nicht als ein rein
faschistisches Phänomen sehen. Das, glaube ich, können wir nicht. Im deutschen Nationalsozialismus freilich kam es dann so, aber wie gesagt, der war etwas Einzigartiges, etwas ganz Besonderes, worüber, das muss ich gleich sagen, ich mir noch heute nicht klar bin, was es war. Aber er war dieses Einzigartige und Besondere. Und er unterschied sich ganz wesentlich sowohl vom Bolschewismus als auch vom italienischen Faschismus. Wir können dann versuchen, vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch irgendwo drauf zu kommen, woran das lag. Wir können dann mit versuchen, es zu erhellen durch Rückblicke auf die deutsche Geistesgeschichte. Ja, ich versuche auch darüber nachzudenken, woran eigentlich das liegt, dass wir da Definitionsschwierigkeiten haben, wenn es darum geht, den Nationalsozialismus zu beschreiben. Ich war jetzt ausgegangen von der politischen Manifestation und da rücken aus meiner Sicht jetzt einmal gesagt der Bolschewismus, der italienische Faschismus und der Nationalsozialismus eng aneinander. Für das Opfer gewissermaßen ist es egal, welche Ideologie derjenige hat, der es quält. Ja, allerdings, Herrmann, müssen wir da etwas tun, was im Allgemeinen bei solchen Diskussionen verpönt ist. Wir müssen quantifizieren. Wir müssen uns mal ansehen, wie viel Opfer der italienische Faschismus gefordert hat und wie viel der russische Bolschewismus und der deutsche Nationalsozialismus. Und da kommen die Italiener sehr gut weg. Ja, ich will nichts bagatellisieren, um Gottes Willen, sind schreckliche Dinge vorgegangen. Und wie gesagt, es war so dieser entsetzliche Mord an Leute im Gefängnis elend zugrund gegangen. Aber es ist, das mag nun zynisch klingen, das ist quasi ein Kinderspiel gewesen im Vergleich zu dem, was einerseits im Bolschewismus, andererseits im Nationalsozialismus vorging, was aber voneinander wiederum völlig verschieden war. Denn es ist natürlich etwas völlig anderes, wenn ein zu großen Teilen noch analphabetisches, industriell unterentwickeltes Volk sich in der Gewalt zu gebären versucht, wie das sowjetische, oder ob ein hochzivilisiertes und hochkultiviertes Volk wie das deutsche sich im Nationalsozialismus selbst gestaltet. Da gibt es historisch gar keine Möglichkeiten einer Parallele. Denken Sie doch an das deutsche Bildungsbürgertum. Ich meine, es gab ja dieses breite Bildungsbürgertum im alten Russland gar nicht, das wir in Deutschland hatten. Das bis rein reichte, bis ins Kleinbürgertum und sogar ins gehobene Proletariat. Und das dann unter Hitler Wacker mitmachte. Und wenn ich direkt Ja sagte zu dieser Gewalt, so doch vor dieser Gewalt die Augen schloss. Wie können wir das resümieren? Wir können sagen, ja, unser Jahrhundert ist ein Jahrhundert der Gewalt, wie ich schon sagte, nicht nur, aber auch. Aber es sind sehr verschiedene Formen der Gewalt. Graduell äußerst differenziert und historisch nicht immer kommensurabel. Wenn wir noch mal ausgehen von Ihrem vom biografischen Sitz im Leben dieser Gewaltthematik bei Ihnen. Zuerst kam Gewalttat auf Sie zu in Form des Klerikofaschismus während Ihrer Jugend in Österreich, dann in der Form des Nationalsozialismus. Sie waren gleichzeitig Zeuge des Gewaltsystems des Bolschewismus, aber das Thema Gewalt hat Sie auch danach noch nicht verlassen, auch nach der Befreiung nicht. Sie haben selber eingegriffen in die Diskussion im Anschluss an Sartre. Sie haben an der Diskussion um Gewalt und Gegengewalt teilgenommen. Ja.
Nun, muss ich Angst haben, Beifall von der falschen Seite zu bekommen. Das ist mir schon passiert. Es wurde mir schon von einer Seite, mit der ich gar nichts zu tun habe, Mut bestätigt, weil ich mich hinsichtlich der Gewalt korrigiert habe. Es ist wahr, ich habe in der Nachfolge Sartres sehr stark von ihm beeinflusst, wie ich war, positiv über Gegengewalt als unterschieden von der Gewalt des Staates gesprochen, muss das korrigieren, weil die Geschichte es korrigiert hat. Wann sprach ich von der legitimen Gegengewalt? In Tagen, als nationale Befreiungskriege stattfanden, vor allem der Algerienkrieg, der auf mich einen sehr starken Eindruck gemacht hat, wo die Franzosen fürchterliche Dinge getan haben. Das ist überhaupt gar kein Zweifel. Schrecklich. Man kennt auch in Deutschland das Buch La Question von Henri Alleg und so weiter. Man weiß, dass dort gefoltert wurde und dass Fürchterliches begangen wurde. Ich war also nun in diesem Krieg ein Fürsprecher der Revolutionären gegen Gewalt. In der Hoffnung nun freilich, dass diese revolutionäre Gegengewalt eine humane Gesellschaft verwirklichen würde. Ich teilte diese Hoffnung mit, nachdem ich im französischen Sprach- und Geistesraum lebe, mit sehr vielen Franzosen, die da geglaubt haben, nun werde die Revolution in Algerien verwirklicht, die große Revolution, die zu einer freien, brüderlichen Gesellschaft führen werde. Ich glaubte das auch, ich hoffte das und ich las mit Zustimmung einen Satz von Sartre in der Einleitung zu den Verdammten der Erde von Franz Fanon. Einen Satz, der ungefähr heißt, wenn ein Kolonisierter einen Kolonisator erschlägt, tötet er gleich zwei. Nämlich den Kolonisierten, der er war, und als den er sich im Akte des Tötens auslöscht und den er nun de facto erschlägt, nämlich den Kolonialherrn. Ich habe dazu Ja gesagt. Ich kann dazu heute nicht mehr Ja sagen, nachdem diese freie brüderliche Gesellschaft nicht verwirklicht wurde. Und zwar in keinem der Länder, die so benannte nationale Freiheitsbewegungen und nationale Revolutionen vollzogen. Ich brauche es nicht an Kambodscha zu erinnern. Das ist das Schrecklichste. Kambodscha ist das allerschrecklichste Beispiel. Aber auch mit Vietnam ist nicht viel Staat zu machen. Ich meine, es waren gute Zeiten, wo man noch schreien konnte, Ho Chi Minh, ja? Ich habe mitgeschrien. Das ist interessant, weil Sie damit mit diesem Stichwort ja auch auf die Studentenbewegung gleichzeitig Bezug nehmen. Denn die haben ja vor allem Ho Chi Minh gerufen. Sie haben... Ich fand das großartig, ich habe damit sehr gerufen. Sehr nah dran gesessen, damals, 68, in Paris. Ich bin aber auch gleich hingefahren nach Paris, als das 68 vor sich ging. Wenn ich auch nicht direkt beteiligt war, denn ich bin ja nun kein Franzose. Aber ich wollte Zeuge zumindest sein und war begeistert von dieser 68er Revolution. Ich sehe sie heute völlig anders. Ich habe mich völlig zu korrigieren. Alles, was ich damals darüber sagte, gilt heute nicht mehr. Was 68 in Paris stattfand, hatte ja dann starke Folgen auch in Deutschland, an den deutschen Universitäten. Haben Sie das mit beobachtet? Haben Sie das mitverfolgt? Ein bisschen, ja. Haben Sie die Argumentation um Gewalt und Gegengewalt, Gewalt gegen Sachen und so weiter, geteilt? Denn später haben Sie sich distanziert, haben gesagt, ich revidiere. Ja,
Ich wurde revidiert durch die Geschichte, wie ich schon sagte. Wer nämlich diese Befreiungsbewegung, für die man damals einstand, Wege zu wirklichen Freiheiten geworden, dann hätte ich ja recht gehabt. Die Geschichte hat es anders gewollt. Es war die Geschichte, die mir Unrecht gegeben hatte. Und würde ich jetzt starr an meinen damaligen Behauptungen hängen, wäre ich nicht nur blöde und blind und alt und sklerotisch, sondern ich wäre auch antigeschichtlich verhalten. Ziehen Sie daraus eine theoretische Konsequenz, dass man sozusagen auf Gewalt nie setzen kann. Denn alle Beispiele, die wir bisher genannt haben, haben nicht zur Verwirklichung einer freien und brüderlichen Gesellschaft geführt. Weder der Bolschewismus noch die anderen Freiheitsbewegungen. Mit Einschränkungen. Ich glaube, dass es absolut notwendige Revolutionen gab. Ein Beispiel ist für mich also immer wieder die große Französische Revolution. Sicher auch die Französische Revolution von 1830, die Heine begeistert hat, die halte ich für legitim. Und ich glaube auch weiter, dass es immer wieder in der Geschichte gewisser revolutionärer Schübe bedarf. Und das, was von 68 blieb, war ein gewisser revolutionärer Schub. Nehmen wir an, also im Universitätswesen, der sich aber selbst als bloßen Schub hätte erkennen müssen, um authentisch zu werden. Er hat sich aber nicht als solchen erkannt, sondern er hat sich als der Weisheit letzten Schluss verstanden und hat geglaubt, nun könne und müsse das so weitergehen, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel sehr vernünftige, fortschrittliche Universitätslehrer, wie Ernst Stoppitsch, ein österreichischer Positivist, den ich als Philosophen sehr schätze, hat er ausgesprochen reaktionäre Dinge äußert. Das ist sehr tragisch. Auch zu einer gewissen Verwirrung an den französischen Schulen und oft unsinnigen Vorstellung von Mitbestimmung und von Diskussion. Es ist wiederholt passiert, dass ich Gastvorträge hielt an deutschen Hochschulen und dass dann die Studenten, ja, also ich begann ein bisschen zu sprengen, und dass die Studenten sagten, ja, also wir wollen diskutieren. Und ich in die Lage kam dann, in eine mir wahrhaftig nicht auf den Leib geschriebene Situation sagen zu müssen, ja, aber meine Herren, der Diskussion muss die Information voraufgehen. Und informiert sind sie noch nicht. Ich kann Ihnen da ein Beispiel geben. Man hat mir zum Beispiel einmal zugerufen, ja, also das, was Sie da sagen, das ist ja positivistisch. Und ich sagte, ja, wissen Sie denn, was Positivismus ist? Dementsprechend, Herr, oder was vielleicht eine junge Frau, kann mich nicht mehr genau erinnern, die mir das zurief. Dann kam raus, sie hatte gar keine Ahnung, was das überhaupt ist, philosophiegeschichtlich. Sie wusste gar nichts vom Positivismus, nichts vom Älteren, nichts vom Neuen, sie wusste nichts von Marx, von Avenarius, nichts von Kirchhoff, sie wusste nichts von Carnap, sie hatte keine Ahnung. Das war ein Schlagwort für sie. Positivismus ist irgendwas Böses. Das waren auch einige der Folgen von 48. Also, ich rekapituliere. Hätte 68 sich als einen notwendigen revolutionären Schub verstanden und sich selbst zu bremsen gewusst, dann wäre alles gut gewesen. Nein, es hat sich ideologisiert. Es wollte sich systematisieren. Und das war das Unheil. Glauben Überhaupt Sie, ist ein System ein Unheil. Glauben Sie, dass diese Ideologisierung und Systematisierung geradewegs in die Entwicklung zum Terrorismus geführt hat? Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Herr Amery, glauben Sie, dass die Unterscheidung zwischen persönlicher Gewalt und struktureller Gewalt nützlich ist, wenn man das Phänomen der Gewalt in unserem Jahrhundert geistig durchdringen will? Die Unterscheidung, vor allem in der Konfliktforschung, zwischen persönlicher und struktureller Gewalt ist dort sehr wichtig, um
die staatliche Gewalt, möglicherweise auch die Reaktion der Gegengewalt zu erklären und das alles zu unterscheiden von der persönlichen Gewalttat, wenn einer dem anderen den Schädel einschlägt. Ja. Sie ist, diese Unterscheidung ist nicht nur wichtig, sondern sie ist für mich sogar so wichtig, dass ich für das, was Sie jetzt oder was man jetzt strukturelle Gewalt nennt, gerne ein anderes Wort finden würde wollen, etwa, was ich improvisiere jetzt, strukturelle Machtausübung. Wir müssen doch unterscheiden zwischen notwendiger, in jeder denkbaren Gesellschaft, notwendiger Machtausübung und eben, wie Sie sagten, jener Gewalt, die darin besteht, dass einer von anderen den Schädel einschlägt. Ja, was strukturelle Gewalt, was soll denn das eigentlich de facto heißen? Gehört es schon der strukturellen Gewalt an, wenn ich beim roten Licht mit meinem Wagen anhalten muss? Oder wo beginnt das? Wo beginnt die strukturelle Gewalt? Ich möchte sozusagen ich will dieses Wort gar nicht haben. Ja, aber wenn zum Beispiel ein Kind nicht ausgebildet werden kann, weil seine Eltern A, zu wenig Geld haben, nehmen wir mal den Fall, oder zu wenig Zugang zu den Bildungswegen überhaupt, um dem Kind eine entsprechende Ausbildung zu geben. Oder ein behindertes Kind, das eine gewisse Grenze nie überschreiten kann, weil die Verhältnisse so sind. Das nennt etwa Galtung strukturelle Gewalt. Ja, das nenne ich nicht Gewalt, sondern das nenne ich schlechte und würde ich jetzt schlechte und verfehlte Machtausübung nennen. Gewalt erleidet ein Kind dann, wenn es, wie auf englischen Colleges noch bis vor kurzem, vielleicht noch gesagt, ich weiß es nicht so genau, geprügelt wird. Das ist Gewalt. Und nun, hierfür erachte ich mich wirklich als zuständig, weil ich einfach erfahren habe, was Gewalt heißt. Ich habe es ja auch deutlich genug beschrieben, was physische Gewalt bedeutet. Deshalb möchte ich gar nicht von struktureller Gewalt sprechen, sondern von struktureller Machtausübung, die nun in Grenzen zu halten ist, die man aber nicht als solche und unter dem Begriff struktureller Gewalt prinzipiell bekämpfen kann. Denn es gibt, wie ich es ja sagte, es gibt keine denkbare Gesellschaft, die ohne eine gewisse Hierarchie und ohne Machtausübung und sogar ohne das, was man heute auch gedankenlos genug Oppression nennt, ausgehen. Denn wie gesagt, wo beginnt die Oppression? Beim Mann, der mir die Steuern bei meinem Steuerbeamten, beim roten Licht auf der Straße. Das heißt, Sie wollen das Wort Gewalt ich möchte nicht das Wort zu Gewalt weit nein, ich würde es nicht. Ich würde es nicht zu billig machen. Ich würde das Wort Gewalt wirklich beziehen auf unmittelbar physisch ausgeübte bzw. erlittene Gewalttätigkeit. Ist die Gegengewalttheorie auch davon ausgegangen? Sie ist davon ausgegangen, nur freilich aufgrund der Tatsache, dass an jenen Punkten, an denen sie sich orientierte, in der Tat die Macht Gewalt war. Also die Kolonialmacht war physische Gewalt. Neger sind geprügelt worden, wenn sie nicht genug gearbeitet haben. Sie sind allenfalls auch verstümmelt worden, wie im belgischen Kongo im vergangenen Jahrhundert. Es kam zu schrecklichen Atrozitäten. Es sind Menschen gefoltert worden, noch in Algerien. Da war also die Macht bereits gewalttätig. Da war also der Begriff Gewalt gerechtfertigt für die strukturelle Gewalt. Und es war auch dann der Begriff der Gegengewalt natürlich legitim. In den fortgeschrittenen demokratischen Gesellschaften würde ich nicht von struktureller
Gewalt sprechen, sondern allenfalls von falscher, verfehlter Handhabung der an sich notwendigen und unerlässlichen Macht. Dann würde auch die gängige Gleichsetzung von struktureller Gewalt und rechter Gewalt, wo auf der anderen Seite dann die linke Position stünde, wegfallen. Dann passt das Rechts-Links-Schema nicht mehr. Nein, es passt doch längst nicht mehr. Ich bemühe mich seit geraumer Zeit um eine Neudefinition. Nicht des Begriffes rechts, der ist mir immer noch klar, aber des Begriffes links, denn wenn wir uns nun die Sowjetunion ansehen, oder die sich Sozialisten, die meisten der sich sozialistisch nennenden oder progressistisch nennenden Staaten, dann haben wir genau nun wieder jene strukturelle Macht, die zugleich auch Gewalt ist, und zwar physische Gewalt. Ob man einen Menschen ins Gulag schickt oder in eine psychiatrische Klinik einweist, obwohl sie geistig völlig gesund sind, oder ob man sie massenweise umbringt, wie in Kambodscha, oder ob man eine Frau entführt, wie es jüngst in Algerien geschah, nur eine Schwester, glaube ich, eines maßgebenden algerischen Politikers, gewaltsam entführt, nur weil sie einen französischen Nicht-Moslem heiraten wollen. Also da trifft das Schema rechts-links nicht mehr zu, denn die Sowjetunion versteht sich immer noch als auf der Linken stehend, Algerien desgleichen, Irak desgleichen, aber gelegentlich hängt es dann seine Kommunisten auf öffentlichen Plätzen auf. Würden Sie Brezhnev einen Linken nennen? Nein, um Gottes Willen, nein, das ist ein daran wird es nämlich das ganz deutlich. Das ist in meinem Sinne ein verstockter Konservativer. Aus der jüngeren sowjetischen Geschichte kenne ich eine einzige Figur, die versucht hatte, ein bisschen wieder nach links abzuweichen. Das war Khrushchev, den ich bis heute eigentlich schätze. Sie haben in Ihren Büchern immer wieder die Frage gestellt, was denn eigentlich links sei oder wer ein Linker sei. Sie haben die Frage nach der alten und der neuen Linken gestellt. Sie haben die Linke in Frankreich mit der Linken in Deutschland verglichen. Wie sind Ihre Gedanken zu diesem Fragenkreis jetzt? Also ich glaube, das, was sich heute in Deutschland oder auch in Italien Rote Brigaden links nennt, längst nichts mehr mit dem zu tun hat, was im sprachüblichen Sinne links war. Wir wissen ja, woher der Begriff kommt. Eigentlich ein parlamentarischer Begriff. Parlamentarischer Begriff aus einer Sitzanordnung, zufälligen Sitzanordnung der Anhänger des Königs vor Ausbruch der Revolution, gruppierten sich auf der Rechten, die Republikaner auf der Linken. Aber dazu kam natürlich eine ungeheure geistige Maschine, die da in Bewegung geraten war, seit der französischen Aufklärung, und die diesem Begriff links langsam seinen Sinn gab, bis hin zum namentlich zum Dreyfus-Prozess, wo es nun ganz deutlich war, was links ist und was rechts. Rechts war die Militärkaste, die Kirche, also alle Kräfte des nicht nur Bewahrens, was Gutes, sondern auch des Beharrens, und links standen eben Zola, Clemenceau, die gesamten freiheitlichen Elemente, das berühmte Manifest der Intellektuellen und Zolas J'accuse, der Artikel in der Zeitung Aurore, sind die Marksteine. Von daher ist links für Sie ein positiver Begriff. Ist links für mich, ist weiterhin für mich ein positiver Begriff geblieben. Und wenn ich es ganz knapp formulieren wollte, würde ich sagen,
das Wesen des Linksseins ist ein radikaler und unabdingbarer Humanismus. Wie erklären Sie sich? Auch das kann wieder zu Missverständnissen führen. Auch das ist nicht hinreichend. Aber mit Definitionen hat man es immer sehr schwer. Ja, wie erklären Sie sich denn, dass der Begriff links einen denunziatorischen Beigeschmack hat, etwa in der heutigen gesellschaftlichen Diskussion in der Bundesrepublik? Ja, also, das ist ziemlich leicht zu erklären. Die Rechte weiß immer, dass sie rechts ist und warum sie rechts ist. Es sind die Kräfte, wie ich sagte, des Bewahrens und Beharrens und vor allem ökonomisch jene Kräfte, die darauf bedacht sind, ihre Privilegien nicht verlustig zu gehen. Das ist recht einfach eigentlich. Die Rechte weiß, warum sie recht ist. Also bei Goldwater weiß ganz genau, warum das und warum er rechts ist. Bei Ihnen in der Bundesrepublik wissen es die Herren Kohl und Strauß, die ich nun mal zusammenkopple, obwohl sie sich, glaube ich, nicht ganz gut verstehen, wissen es ganz genau. Und jene, die Ihnen anhängen, die wissen es auch. Warum nahm links einen denunziatorischen Charakter an? Nun ja, zunächst einmal aus dem Grunde, weil der linke Protest nun in der Tat immer humane Forderungen stellte, die den Privilegierten nicht passen konnten, das ist klar. Das haben Sie in der ganzen Arbeiterbewegung. Es wurden Forderungen nach Gleichheit gestellt, die auf Kosten der Privilegierten gehen mussten. Also hat die Rechte immer links von eh her, von weit her und auch namentlich im Dreyfus-Prozess von links das Linke negativ definiert, nämlich als das, was zersetzend, zerstörend, fermentös, auflösend und die heiligsten Güter in den Schmutz ziehen sei. Nun kommt allerdings in der aktuellen Diskussion noch etwas anderes dazu, und namentlich in der Bundesrepublik, aber auch in ganz Europa, nämlich das Phänomen des Terrorismus. Und der macht es unter Rechten ganz außerordentlich leicht, die Linke zu denunzieren. Der macht es der Rechten sehr leicht, alle Forderungen nach Veränderung der gegebenen gesellschaftlichen Strukturen anzuklagen und zu sagen, da seht ihr, wohin ihr kommt, und das ist die äußerste Konsequenz dessen, was geschah. Nein, es ist gar nicht die Konsequenz. Denn diese Leute, die sich selbst linksextrem nennen, haben mit jenem radikal humanistischen Gedankengut, das ich verteidige und immer verteidigen werde, längst nichts mehr zu tun. Könnten Sie sich einen Linksintellektuellen vorstellen? Denn für Sie ist, glaube ich, Links und Intellektueller sein sehr nah beieinander. Könnten Sie sich einen Linksintellektuellen vorstellen, der zum Terroristen wird? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hätte jetzt erwartet, Sie hätten gesagt, das könnten Sie sich nicht vorstellen. Doch, weil ich will es Ihnen aber näher erklären. Das ist Dementi der linken Position, wenn er anfängt, ein Terrorist natürlich zu sein. Natürlich. Ich will aber versuchen, es zu erklären. Es gibt einen Linksintellektualismus, der an einem bestimmten Punkt aufhört, intellektuell zu sein und sich weigert zu reflektieren. Es gibt in der Tat einen Punkt, wo eine gewisse Emotion die Ratio überschwemmt. Jetzt also nichts gegen ihre Emotionen. Emotionen sind nötig. Ohne Emotionen keine emanzipatorischen Bewegungen, ohne Emotionen keine Revolutionen. Die Emotionen müssen aber gleichwohl ständig durch die Ratio kontrolliert werden. Nun gibt es Linksintellektuelle, und ich kenne nicht wenig davon, die ihres eigenen Intellekts, ja sogar ihrer eigenen Bildung, plötzlich müde werden.
die sich dieser Anstrengung, der Anstrengung der Selbstkritik vor allem, nicht weiter unterziehen wollen. Und sich von ihren zunächst einmal berechtigt gewesenen Emotionen nicht mehr lösen können und nun etwas tun, was das Schlimmste ist, was wir aus der Psychologie kennen, diese Emotionen rationalisieren. Ich kann mir also sehr wohl einen Menschen, einen Linksintellektuellen vorstellen, der zum Terroristen wird, allerdings hört er dann im Augenblick, wo er grausam wird, unmenschlich, hört er dann auf, sowohl intellektuell als auch links zu sein. Also er gelangt dahin, aber er hebt sich dann qua Linksintellektueller selber auf. Herr Mori, wie beurteilen Sie aus Ihrer Distanz zur Bundesrepublik und aus Ihrer gleichzeitigen Sicht auf die Bundesrepublik und auf andere Länder Westeuropas die Lage, die politische und gesellschaftliche Situation in der Bundesrepublik heute und das insbesondere unter dem Aspekt der Gewalt? Ja, Sie wissen ja, dass ich nicht in der Bundesrepublik lebe. Ich bin auch nicht immer so gut informiert, wie man es eigentlich sein sollte, um da das Wort zu ergreifen. Aber ich bin ja auch wieder nun nicht so weit und ich reise häufig in die Bundesrepublik, sodass ich andererseits wieder eine gewisse Distanz habe und nicht Gefahr laufe, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen. Also darf ich mich dann am Ende vielleicht doch äußern. Will es gar nicht vorsichtig tun. Bin schon gelegentlich mal unvorsichtig gewesen. Dann hat sich ein Staatsanwalt gemeldet. Ein übrigens freundlicher Mann, dem ich es weiter nachgetragen sei. Wie ist die Situation in der Bundesrepublik? Und ich möchte das möglichst knapp formulieren. Wir haben in der Bundesrepublik vor uns eine kapitalistische, aber zu Reformen bereite Gesellschaft. Wir haben zugleich Relikte, und sie sind überdeutlich genug, des Nationalsozialismus. Wir haben keine authentische Linke. Die SPD ist es nicht. Die SPD ist quasi, ja, nicht ideologiefrei. Ideologiefrei wäre ja gut. Sie ist theoriefrei und gedankenfrei. Um nicht zu sagen gedankenlos. Nein, gedankenlos sind die Leute nicht. Sie sind ja alle hochintelligent. Und der Bundeskanzler Schmidt ist gewiss ein hochintelligenter Mann. Aber der Gedanke ist für sie nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist für sie Effikazität und so weiter. Es gibt in der SPD eben keine Persönlichkeit wie Mitterrand in Frankreich, der zugleich auch ein Intellektueller von hohem Graden ist. Politiker und Intellektueller.